Ja, Junge, wir wollten dich eigentlich verarschen, Mann. Der ist einmal besser als ich. Und ihr haut direkt solche Fragen raus. Sag mal, fragt ihr De Vries auch jedes Mal, warum der Teamkollege besser war? Servus YouTube und herzlich willkommen hier zur 6. Folge der 2. Saison unserer F1 2020 MyTeam-Karriere mit dem Porsche-Team. In der heutigen Folge geht es nach Spanien, um genau zu sein nach Katalonien, nach Barcelona. Und meine Motivation ist vielleicht nicht auf dem Höhepunkt, weil zugegebenermaßen ich die Strecke auch irgendwie gar nicht leiden kann. Was meint ihr eigentlich zu Spanien? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Vergesst natürlich auch an der Stelle nicht, den Daumen nach oben da zu lassen, Abo-Glocke, um mir keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich weiß, es gab eine kleine Pause jetzt, was die MyTeam-Karriere und allgemein den F1-Content angeht, aber ab dem Beginn der nächsten Woche wieder richtig regelmäßig. Ansonsten sind vielleicht auch noch die Updates für die heutige Folge zu erwähnen. Da kriegen wir 2 Reihen, 1 im Bereich der Strapazierfähigkeit und 1 für die Aerodynamik, womit wir zweimal noch die 4. Kraft im Leistungsvergleich sind, hinter Racing Point, Red Bull und Mercedes, aber wir konnten unseren Abstand als Beispiel auf Ferrari oder Alpha Tauri deutlich ausbauen. In dem Sinne, Freunde, ist, glaube ich, alles für den Anfang gesagt. Wir legen jetzt auf alle Fälle los mit dem Qualifying und Rennen. Das Ganze natürlich wie gewohnt live. Ich wünsche euch viel Spaß und in dem Sinne starten wir rein in die Action. Okay, Leute, der erste Moment der Wahrheit. Wir kommen über Start und Ziel. Es ist eine 13.973 und ja, es passiert genau das, was ich erwartet hatte. Nämlich, dass wir sogar langsamer sind als De Vries und wir absolut irgendwo im Niemandsland hängen. Als WM-Leader in dieser Karriere. Und wisst ihr, was das Traurige ist, Leute? Ich kann halt nicht mal viel schneller als diese 13.973. Ja, Leute, und am Ende ist es auch der 16. Platz. Und was soll ich sagen? Ausgeschieden sind natürlich erstmal die beiden Alphas, die beiden Haas und die beiden Williams. Man kennt es natürlich standardmäßig. De Vries auf der 9. Bruder, du musst auf jeden Fall den Rucksack tragen, den ich bisher aufhatte. Und trag uns zu irgendwas, Punkte, sonst was, irgendein gutes Ergebnis, bitte. Freunde, ich habe gar keine Ahnung, wo uns diese Runde hier hinbringen wird. Es ist mal wieder eine 13.921 in diesem Fall. Und ja, ich habe keine Ahnung, wo uns das Ganze am Ende hinbringen wird. Also aktuell sind wir noch schneller als irgendwelche Alpha Tauris oder sonst was. Aber mal gucken, wie das aussieht, wenn wirklich alle ihre Zeit gefahren sind. Oh mein Gott, Leute. Fast eine halbe Sekunde. Eine halbe Sekunde. Ist es ein einstelliger Platz? Nee. Oh mein Gott, es ist sogar Platz 5. Woher die Pace? Woher die Pace? Leute, ich weiß es selber nicht. Oh mein Gott, also wirklich nur an manchen Stellen, dadurch, dass man vielleicht mal früher aufs Gas geht oder so eine Zehntel gewonnen, am Ende kommen wir auf 4,5 Zehntel und weil das Feld eben so verdammt nah beisammen ist, reicht das am Ende für Q3 und wir sind einfach mal auf der 5 liegen. Teamkollege De Vries ebenfalls weitergekommen, Platz 7, beide Porsches, jetzt also in Q3, der absolute Wahnsinn. Ausgeschieden sind die beiden McLarens, die beiden Alpha Tauris, ein Ferrari von Ricciardo und der Renault von Matsushita. Erste Runde Q3, ich habe mich vollkommen auf die Runde konzentriert. Es ist eine 13.8, wir sind 10. Aber wenn wir auf der 2. Runde nur so 1-2 Zehntel irgendwo finden, dann wird das vielleicht noch eine leichte Verbesserung. Aber so jetzt erste Runde, mal wirklich nur auf die Runde konzentriert, gar nicht auf Zeiten, sonst was. Einfach nur mal wirklich das Tempo, was ich irgendwie auf den Asphalt zaubern kann, hier rausgehauen und... Ja, es ist nur Platz 10 leider. Ja, und das war's, Freunde. Wir hauen das Auto an meiner absoluten Hassstelle auf dieser Strecke in die Wand rein. Und was soll ich sagen? Also, es ist nicht so, als hätte sich das noch nie abgezeichnet. Ich habe mich da im Training schon diverse Male fast weggedreht. Und hier ist es nun eben passiert. Wir hauen das Auto in die Wand rein. Damit endet auch der Run und unser Qualifying. Und hier also das letztendliche Ergebnis. Am Ende ist es eine Mercedes-Doppelpole vor 2 Red Bull, Verstappen und Ocon. Dahinter wiederum Leclerc im Ferrari, Albon Racing Point, Sainz im absolut unterpowerten Renault auf der 7, dann unser Teamkollege De Vries auf der 9, Stroll und wir eben dann auf der 10 liegend. Leider keinen zweiten Run mehr auf den Asphalt zaubern können. Und damit geht es also rein ins Rennen. Also ist schon ein besserer Startplatz, als ich erwartet hätte. Aber mal gucken, wie das Rennen wird. Hier in Spanien beim Circuit de Barcelona, Catalunya. Zum Rennen. Der große Preis von Spanien ist schon seit mehr als 30 Jahren ein fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders und das aus gutem Grund. Denken Sie nur mal an den verregneten Grand Prix von 1996 zurück, den Michael Schumacher dominiert hat, als er seinen ersten Sieg für Ferrari einfuhr, oder an so viele andere legendäre Momente auf dieser Strecke. Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist 4,65 Kilometer lang und allen Fahrern von den Wintertests natürlich bestens bekannt. Das A und O ist hier Abtrieb. Er muss passen, vor allen Dingen dann, wenn es in die Kurve 9 geht, die
vorausgesetzt das Auto liegt gut, Vollgas genommen werden kann. Für das heutige Rennen darf ich an meiner Seite erneut Stefan Römer begrüßen. Fangen wir doch mal mit Racing Point an. Wir haben auch in diesem Jahr eine Reihe von Änderungen im Reglement, vor allen Dingen im Bereich der Aerodynamik. Bisher ist es Ihnen noch nicht wirklich gelungen, sich daran anzupassen. Das sieht bisher noch nicht sehr vielversprechend für Sie aus. Und wenn die neuen Reglements Sie wirklich so hart getroffen haben, wie wir uns das denken, werden Sie sich ein paar Überstunden machen müssen, um wieder auf die richtige Spur zu kommen. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Ocon, Charles Leclerc und Albon, Sainz, De Vries, Stroll und ein Wagen des neuen Teams. Gasly, Ricciardo, Sergio Perez und Kvyat, Norris, Giovinazzi, Romain Grosjean und Nicolas Latifi. Russell, Schumacher, Matsushita und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute... Wir haben ein paar Punkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin. Ja, Jeff, ne? Punkte ist das Wichtigste hier. Also, vielleicht ist dein Fahrer auch gerade führender in der Fahrerweltmeisterschaft und wir sind Zweiter in der Konstrukteurs-WM. Aber ja, Hauptsache in die Top 10 kommen. Das ist die Devise. Das ist die Einstellung, die ich hier haben möchte bei Porsche. Genau, so sieht's aus. Damit kommst du an die Spitze. Hauptsache in die Top 10. Ihr kennt's natürlich, Freunde. 17 qualvolle Runden werden's also hier in Spanien, in Barcelona. Wir starten auf den Softs, wechseln standardmäßig auf die Mediums und gut 2 extra Runden Benzin bräuchte ich nicht. Ich würde vielleicht so 1,5 mal mitnehmen, damit wir vielleicht noch ein bisschen mehr mit dem Fettgemisch rumfahren können. Der Weg zur ersten Kurve hier in Spanien ist verdammt lang. Das heißt, ein guter Start wäre schon mal die halbe Miete. Wir gehen also von der 10 rein in dieses Rennen und da würde ich sagen, fackeln wir auch gar nicht lange mehr rum und legen einfach mal los mit dem ganzen Spektakel hier. Die 5 roten Lichter gehen an und wenn sie erlöschen, heißt es Abfahrt. Oh, keine lange Rotphase war das. Sainz vor uns nicht mit dem besten Start. Gasly zieht auch schon mal direkt neben uns. De Vries auf 7 vor. Mal gucken, was jetzt in der ersten Kurve geht. Oh mein Gott, was passiert denn hier auf einmal? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Da war noch einer hinter mir. Da war noch einer hinter mir und wieder einer hinter mir war. Ja, der Ferrari von Daniel Ricciardo, der dann natürlich auch KI-typisch hier in so einem Moment, wo du schon eh quasi dich mit einem anderen Auto berührst, nicht nachlässt, nach links sogar noch lenkt. Wir drehen uns weg und schießen da einfach mal komplett in den Racing Point, in den Red Bull, in den Ferrari, in den Teamkollegen von Ricciardo rein. Und es gibt ein Safety Car. Chaos pur. Ja, Albon hat's rausgehauen. Sehen wir hier auch. Safety Car ist draußen. Wir haben eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Ricciardo aber auch. Das heißt, irgendwie beide waren quasi gleichgültig fürs Spiel zumindest, dafür verantwortlich. Unser Flügel hat leichten Schaden, das heißt, wir müssen auf jeden Fall an die Box und... Was war das gerade bitte? Die Frage ist jetzt halt, was macht man strategiemäßig? Nimmt man nochmal die Softs oder fahren wir einfach auf Hards durch? Oh, das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, wir machen es so, Leute, wir gehen doch auf gebrauchte Softs. Also ich glaube, das wäre doch die beste Möglichkeit für uns, weil die Hards 16 Runden lang... Das ist, glaube ich, eine Qual. Das wird eine absolute Qual werden. Alles andere als spaßig, um irgendwie zu fahren und sonst was. Wir gehen aber jetzt erstmal in die Box, haben unsere 5-Sekunden-Strafe. Ja, die natürlich zum Glück. Ich dachte jetzt schon, die wollten arbeiten, aber die wir natürlich auch jetzt absitzen. Hier beim Boxenstopp. Wir kriegen neue Softs, eine neue Nase. Und ja, mal gucken, wann das Rennen wieder freigegeben wird. Was war das bitte für eine erste Runde, ey? Holy shit. Runde 3 von 17, das Safety Car geht in dieser Runde rein und mal gucken. Ich bin unfassbar gespannt. Wir sind also auf den Softs. Das Rennen wird gleich wieder freigegeben. Unsere Reifen werden die frischesten von allen sein. Aber die Reifen von allen anderen sind natürlich auch noch nicht so abgenutzt durch das Safety Car. Direkt in Runde 1, nach Kurve 1. So, und damit ist das Rennen also wieder freigegeben. Den Restart haben wir so ein bisschen verhauen, wobei keiner vor uns irgendwie wirklich so nah dran ist. Am Konkurrenten alle so eine halbe Sekunde ungefähr, wie wir jetzt mit Ocon vor uns. Boah, Ocon. Ocon. Wir sind neben ihm. Und jetzt hier innen. Oh, das sieht sehr schön aus. Und das ist auch schon mal immerhin das erste Überholmanöver, was hier vonstatten geht. Sehr schön. Jetzt Giovinazzi mit Windschatten. Ja, ohne DRS noch. Wir kommen halt ran, aber... Ich denke mal nicht vorbei. Ja, so sieht's aus. Eine Runde später, vielleicht das gleiche mit Giovinazzi. Ja, das sieht sehr gut aus. Da kommen wir sogar schon hier vor ihm.
Und ziehen auch da vorbei. Super. Russell, der nächste auf der Agenda. Mercedes-Motor ist natürlich nicht langsam, aber unser Renault-Motor auch nicht mehr der langsamste. Ja, wir kommen halt wieder ran hier. Jetzt ist natürlich auch einiges an Betrieb in der Boxengasse. Sehr viele Softrunner hier. Und Russell vor uns hat, glaube ich, zwar DRS, aber wir haben DRS und Windschatten. Und das sollte hier natürlich ein ganz klarer Vorteil sein für uns. So. Gehen alle natürlich an die Box, um sich neue Mediums zu holen. Wir im Windschatten von Russell. Auf der Ideallinie. Außen vorbei. Sehr schön. So, und jetzt geht eben auch alles andere an die Box, was eben noch an die Box zu gehen hatte. Bottas hat auch eine 5-Sekunden-Strafe, sehe ich gerade. Die sind aber auch einfach mal vor mir rausgekommen. Das heißt, ja gut, ne? Da haben wir auf jeden Fall heute nichts mit dem Sieg zu tun. Aber mal gucken, wo uns das Ganze hier am Ende hinbringen wird. Ich bin sehr gespannt. So, Leute, Runde 8 von 17. Diese Runde ist auch unser Stop angesagt. Wir wechseln auf die Mediums. Unsere Softs sind mittlerweile auch schon sehr, sehr doll angeknabbert. Und mal gucken, wo wir wieder rauskommen werden. Ich vermute mal nicht in den Punkten. Wäre auch ein bisschen zu luxuriös, wenn man hier irgendwie noch in den Punkten wieder rauskommen würde. So, sehr schön. 1,9 Sekunden Stop. Kann man auf jeden Fall machen. So. Und wir kommen auf Platz 11, 12, auf Platz 12 wieder raus. Okay, damit kann ich arbeiten. Das ist nicht verkehrt. Matsushita war, glaube ich, auch noch nicht an der Box auf der 10 liegend. Oder könnte vielleicht doch sein. Ja, müsste eigentlich. Na gut, dann mal gucken, ob hier heute noch Punkte drin sind oder nicht. So, jetzt Leclerc ohne DRS, ohne gar nichts. Kein Windschatten, natürlich für uns sehr, sehr leichte Beute. Wobei, ja, er macht es uns natürlich nicht einfach, ja. Aber wir kommen trotzdem vorbei. Sehr schön. Oh, gelbe Flagge. Was geht ab? Was geht ab? Oh, es ist Matsushita. Es ist Matsushita. Oh, aus dem Weg, Bro. Oh mein Gott. Ja, danke für die Punkte. Okay, Abstand zum Teamkollegen. 12,3 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Er ist auf Rang 3. Oh, was? Die Vries auf Rang 3? Eine Minute. 16,5. Der absolute Wahnsinn. Also, wenn der Kerl heute ein Podium holt, ne? Dann verlose ich eine 10€ Guthabenkarte eurer Wahl. Auf jeden Fall, wenn ihr mitmachen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben auf das Video da, Abonnent des Kanals sein und ja, einen Kommentar mit eurer Plattform schreiben. Genau, so sieht's aus. Aber wie man auf der Karte schon sehen kann, der Mercedes, der dahinter ihm ist, ist nicht mehr weit weg. Oh nein, Leute, guckt euch bitte an, wie nah der scheiß Mercedes vom Bottas an de Vries dran ist. Der Arme, ey, sein erstes Podium. Der Traum wird absolut heute nicht in Erfüllung gehen. Oh nein, Leute, letzte Runde, wir kommen rein und ich sehe gerade, de Vries wurde überholt von Bottas. Oh mein Gott, ist das bitter für unseren Teamkollegen. Der Arme, ey, er tut mir wirklich sehr, sehr leid. Erstes Podium, der Traum davon, einfach zerstört, obwohl er so lange auf diesem dritten gottverdammten Platz war. Kann einem auch wirklich nur leid tun, dass er es jetzt am Ende doch nicht holen wird. Der arme, arme de Vries. Er war trotzdem vierter Platz, wenn er das am Ende trotzdem holt. 12 Punkte, schon wirklich sehr stabil. Also mit Abstand das beste Ergebnis, was wir bisher jemals von einem Teamkollegen hier in der MyTeam-Karriere hatten. Wir hatten ja bisher auch nur zwei. Und übrigens, Leute, ich lese natürlich auch eure Kommentare von wegen, hol den neuen Teamkollegen. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Das Geld dazu haben wir auch mit über 20 Millionen. Aber wir müssen halt eben erst abwarten, bis der Vertrag von de Vries natürlich abläuft. 14,958 mit Hamilton in der letzten Runde nochmal. Der Psycho, ey. Ja, de Vries holt leider am Ende nur den vierten Rang. Es ist trotzdem eine sehr, sehr starke Leistung. Hut ab davor. Bottas schlägt nochmal Hamilton im Kampf um die schnellste Runde. Und ansonsten kommen wir jetzt also auch durch die letzten Kurven. Was soll man zu meinem Rennwochenende sagen? Pace war von vornherein nicht da, weder im Training noch im Qualifying noch im Rennen. Also kann ich mich zufrieden geben mit einem Pünktchen. Nehme ich mit nach Monaco. Mercedes hat also gewonnen. Was für ein tolles Rennen war es. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was hat Sie denn von den anderen abgehoben? Tja, er hat die Safety-Car-Phase perfekt ausgenutzt. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss, wenn das Rennen zurückgesetzt wird. Fährt man an die Box und holt sich neue Reifen, hat man hinter sich Platz? Wie viel Treibstoff kann man sparen? Wenn man auf diese Fragen die richtige Antwort findet, hat man eine gute Chance. Und genau das ist heute passiert. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen.
Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Schade, schade, schade. Nick de Vries landet also am Ende nur auf dem vierten Rang von der Pace her. Hätten wir da aber auch genauso sein können. Also unsere schnellste Runde genauso schnell wie die schnellste Runde von Nick de Vries. Ansonsten, ja, trotzdem Punkte fürs Team. 13, um genau zu sein, am Ende. Also damit kann man auf alle Fälle zufrieden sein. In der Fahrerwertung rutschen wir leider auf Rang 3 zurück. Aber wie gesagt, dass wir da überhaupt auf Rang 1 waren, ist schon ein sehr, sehr großes Wunder gewesen. De Vries jetzt mit 14 Punkten auf Rang 12 liegend. In der Konstrukteurs-WM sind wir immer noch Zweiter vor Red Bull, Alpha Tauri und Co. Ferrari dieses Jahr einfach mal auf der 8 liegend. Also bei denen läuft es richtig schlecht. Und ansonsten, was gibt's zu sagen? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Pace war einfach nicht da. Ansonsten kann man auch noch immer zufrieden mit dem Pünktchen sein. Und als nächstes geht es also zu Part 7 der zweiten Saison, zur 7. Folge, zum 7. Rennen in Monte Carlo. Immerhin ist der gute Albon ausgeschieden. Das heißt, wir haben das Duell jetzt hoffentlich auch endlich mal gewonnen gegen Albon. Nee, ein Rennen ist noch verbleibend. Wir haben jetzt schon etliche Male die 30 Punkte erreicht. Aber okay, soll mich nicht stören an der Stelle. Freunde, das soll es also gewesen sein von der heutigen Folge der F1 2020 MyTeam-Karriere. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, vergesst den Daumen nach oben nicht. Abo-Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. De Vries leider nicht auf dem Podium gelandet. Aber wer weiß, solange er noch hier Porsche-Fahrer ist, könnte es ja vielleicht klappen und könnte er es holen. Und vielleicht gibt es dann doch eine Verlosung. Wir werden es auf jeden Fall sehen, Freunde. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal einen angenehmen Tag. Haut rein und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.